Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Und natürlich habt ihr das Like-Ziel zuvor geknackt aus der vorherigen Folge, deshalb ist es hier eine kleine Special-Folge. Bevor ich aber dazu komme, habe ich natürlich auch wieder den Gast mit dabei auf diesem Video und es ist wie immer, und ich freue mich riesig drauf, Dennis vom Kanal Dennis Gaming TV. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Ob ich mich auf das alles hier und heute freue, das weiß ich noch nicht ganz, aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und bin hier nicht siegessicher. Also ich halte mich bedeckt und lasse alles auf mich zukommen. Ja, die Vergangenheit hat ja tatsächlich eine ziemliche Dominanz, zumindest was die Sieganzahl angeht, auf meiner Seite gesprochen. Ist aber ganz egal, denn jedes Duell von vorne ist auf Null gestellt. Heute, passend dazu, gehen wir in eine 2-Saison Sprint-to-Glory-Showdown. Wir wählen den SSC Neapel aus und bevor wir nachher nochmal zum Regelwerk kommen und vielleicht zu irgendwelchen Specials, Like-Zielen und so weiter und so fort, haben wir Napoli hier und bei Dennis auf dem Kanal ging es mit einer Frankfurt-STG rein. Genau Leute, so sieht's aus. Ebenfalls das Ganze über 2 Saisons auf meinem Kanal mit Frankfurt und das alles hier natürlich passend zum Duell in der Champions League gemachte Finale, welches ja in 2-3 Tagen stattfinden wird, Leute. Da würde uns auch interessieren, für wen seid ihr und was schätzt ihr an Ergebnissen, Leute? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Auf der einen Seite vielleicht Ergebnis, auf der anderen Seite würde auch ein Hashtag einfach nur reichen, wenn ihr eben für Neapoli seid oder Napoli, wie auch immer, Hashtag Neapel und auf der anderen Seite, wenn ihr für die Eintracht von Main seid, dann eben Hashtag Frankfurt in die Kommentare. Ergebnisse auch gerne, Leute. Lasst da eure Kreativität freien Lauf, kleiner Versprecher und jetzt gebe ich wieder zurück an Chris. Den Link zu Dennis' Video findet ihr auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt das sehr, sehr gerne ab. 2-Saison-Showdown. Like-Ziel geknackt unter der letzten Folge. Vielen Dank dafür. Es war wieder richtig krass von euch, der Support. Ihr feiert das extrem. Wollt ihr sowas öfter und weiter auch im wöchentlichen Abstand sehen? Lasst es uns gerne auch in den Kommentaren wissen und vor allem auch mit einer Resonanz in Form eines Daumen nach oben. Wenn wir hier die 3000 Likes auf dieser Folge knacken und natürlich auch bei Dennis, dann kommt zeitnah auch wieder ein 3-Saison-STG-Showdown. Habt ihr darauf Bock? Lasst es uns wissen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Alle rüber auch zu Dennis genauso da den Daumen nach oben reinballern. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Jetzt seht ihr jetzt noch mal ganz kurz das Regelwerk eingeblendet. 2 Saisons ohne eine gewisse Challenge. Ja, 2 Saisons alleine ist, glaube ich, schon eine Challenge für sich. Wir wollen natürlich im Traineramt bleiben, wollen die Mannschaft weiter nach vorne pushen. Und ich würde sagen, Dennis, können wir reinstarten? 20 Minuten, wie sieht's ja, aus? Ja, ich will auch gerne gewinnen. Das wollte ich auch mal anmerken hier an der Stelle. Ja, das denke ich mir auf jeden Fall. Ich hätte da auch gar nichts dagegen, solange es ein enges Duell wird. Ich freue mich drauf. Spannung, 2 Saisons. Und ich hoffe natürlich auch, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir beide im ersten Jahr hoffentlich fürs nächste Jahr dann auch gleich international spielen. Bedeutet Conference, Europa oder halt Champions League. Denn ansonsten könnte das für den anderen schon einen ziemlich krassen Vorteil bedeuten. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Timer steht, 20 Minuten, Konferenzschaltung, Transferphase, let's go. Der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go, 20 Minuten, die Zeit läuft und im Hintergrund seht ihr, unsere Mannschaft stand jetzt in Bestbesetzung. Also ich finde, es gibt einige Spieler, auf die man setzen kann. Osimhen natürlich, Kvaratskhelia hoffe ich auch, das Duo in der Realität zerstört wirklich alles. Lozano könnte auch noch nach oben gehen. Ich finde auch tatsächlich Sambo, Anguissa, Zielinski und Lobotka eine richtig geile Dreierkonstellation. Aber in der Defensive sollte schon was passieren. Kapitän Di Lorenzo vielleicht auch für die Zukunft einer, der ein bisschen mitgehen kann. Aber ich sag mal, Meret, Ramani, Kim und auch Mario Rui will ich schon ersetzen. Und genau da wollen wir ansetzen mit knappen 69 Millionen. Verträge verlängert, Spieler auf die Verkaufsliste gesetzt. Das ist bereits alles schon vor der Aufnahme geschehen, bei Dennis aber auch. Und ja, die Wunschliste, das ist der nächste Schritt. Und ich würde sagen, wir starten rein in die Konferenzschaltung. Ich habe richtig Bock mit Napoli. So Leute, wir starten rein in die allererste Transferphase. Sommer, 20 Minuten bevor wir reinstarten, wollte ich mich bei allen da draußen bedanken, die Mitleid mit mir zeigen unter den Kommentaren. Ich küsse all eure Herzen, aber jetzt Leute, starten wir rein. Ich hoffe, ich brauche kein Mitleid mehr, indem wir den heutigen Showdown gewinnen und wir starten jetzt rein mit der Zeit. Die 20 Minuten beginnen in 3, 2, 1. Los geht's und ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, sowie Transferliste, Verträge verlängert und so weiter und so weiter. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal kurz. Die Verkaufsliste sieht folgendermaßen aus. Auf der einen Seite natürlich Spieler jenseits der 30er-Grenze, auf der anderen Seite eben 28-jährige Spieler mit fast 30 Millionen Euro Marktwert, die uns hoffentlich einiges an Kohle einbringen werden. Verkäufe, wenn ich es nicht vergessen sollte, zeige ich euch dann zum Ende der Transferphase. Der erste Wunschkandidat von mir hat einen auslaufenden Spielervertrag. Später, was die 5er-Auswahl angeht, wird es wahrscheinlich ziemlich offensichtlich sein, denn es handelt sich dabei um Alejandro Grimaldo. Dennis aber lässt sich ja gerne dazu hinreißen, dass er immer glaubt, dass ich Rafael Guerrero verpflichte oder dann mit seiner Begründung, wenn er ihn halt ja gesniped hat und ich habe ihn nicht verpflichtet, dann habe ich ihn schon mal nicht umtrainiert ins zentrale Mittelfeld. Wenn er aber wüsste, dass ich einen typischen Linksverteidiger suche, dann ist Grimaldo, glaube ich, schon ein Kandidat. Wir gehen aber trotzdem rein. Übereinkunft bei 30 Millionen. Wir haben unseren ersten Neuzugang und hoffen, dass wir den auch behalten dürfen. 55 Millionen Euro, die Spurs schlagen zu bei Piotr Zielinski, 54,6 um genau zu sein. Geld, das wir sehr gut gebrauchen können und natürlich in einen Nachfolger investieren werden. Uff, 43 Millionen für Lobotka nehmen wir mit. 82er Gesamtstärke, 0 Potenzial.
Wir ändern auch nebenbei die Positionen bei Kvaratskhelia, ja, der absolute Shootingstar in dieser Saison, bei der Napoli, aktuell ja auch Tabellenführer in der Serie A. Hoffentlich können wir das Ganze ähnlich machen. Er wird keine Gesamtstärke dazu gewinnen, aber ich hoffe, dass er einfach auf der Position sich besser entwickelt. Zumindest soll er das, laut zu FIFA. Man merkt schon, Leute, es ist 9.44 Uhr, es tut mir leid für jeden Versprecher jetzt schon mal. Der nächste Neuzugang ist fix und wir wollen natürlich schauen, dass die Spieler A ein gutes Rating haben, B vielleicht noch nicht an die 30er-Grenze gehen, also zumindest nicht jetzt schon 30 sind. Ja, und das ist Ginter nicht mit 28. Wir haben im Gegenzug Ramani getauscht und zahlen, ich glaube, 23 Millionen obendrauf. Der Junge ist 28, kann über zwei Saisons völlig souverän durchspielen, wird sich nicht verschlechtern, ganz im Gegenteil. Er hat sogar auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ich hoffe, das schöpft er auf. Der deutsche Nationalspieler bei Freiburg in Topform. Allgemein, der Sportclub spielt wieder eine richtig gute Saison. Bei uns jetzt Innenverteidiger Nummer 1 neben Kim. Und ja, auch der Südkoreaner soll eigentlich noch ersetzt werden. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Nummer 1. Meret hat halt nur eine 80. Manuel Neuer ist natürlich wieder mal gefundenes Fressen, aber vermutlich auch für Dennis später in der Snipe-Auswahl. Nichtsdestotrotz, der deutsche Nationalkeeper aktuell in der Realität noch verletzt. Hier Vertragsdauer 3 Jahre, kostet uns nur 3 Millionen und das ist ein absolutes Schnäppchen. Sollten wir den abstoßen müssen, wäre es zwar bitter, aber Meret wird nicht verkauft und dementsprechend hätten wir halt das Eigengewächs? Fragezeichen. Ich glaube, er kommt aus der eigenen Jugend, bin mir aber nicht zu 100% sicher, noch immer in der Hinterhand. Und das ist für uns einfach gewisse Planungssicherheit, wenn wir Neuer behalten dürfen, top. Zumindest für Minimum mal dieses eine Jahr und wenn nicht im zweiten, muss man dann halt wieder Ersatz holen. Aber ja, notfalls haben wir Meret, ist auch gar kein Problem. Die Verkäufe, Leute, laufen echt richtig spicy. Wir haben Juan Jesus für 6,5 Millionen an Leeds, Lozano für 36 Millionen an Aston Villa, Politano geht für 34 Millionen wiederum zu Sevilla, wir haben Ramani für 21 Millionen zu Lazio, Lobotka und Zielinski hat ja schon mitbekommen, auch sehr saftiges Geld. Und jetzt aber auch der erste Transfer, Leute, Julian Brandt kommt vom BVB für knapp über 40 Millionen Euro, knappe 2-3 Millionen mehr als der Marktwert, aktuell ja auch ziemlich am Rasieren beim BVB. Vielleicht erfüllt er ja doch noch das Potenzial, was man ihm lange nachgesagt hat, was lange beim BVB alles andere als so aussah und vielleicht ist ja jetzt der Moment gekommen. Wir holen ihn hier ihn eben zur Napoli. Oh Leute, es tut mir so leid. Wir machen einfach weiter. Let's go. Wir waren weiterhin auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger neben Ginter, weil wir Kim eigentlich als Backup auf jeden Fall mal behalten wollen. Das gelingt uns auch, um einfach abgesichert zu sein, sollten wir Spieler beim Snipen verlieren. Manuel Akanji kommt und wechselt für 33 Millionen, nachdem er jetzt von Dortmund zu City ist, jetzt von City zu Neapel. Auch das ist mittlerweile fix und offiziell. Medizincheck im Hintergrund, Übereinkunft mit City. Let's go. Jetzt wird's richtig krass. Wir tauschen einfach nur so. Lobotka im Tausch für 2,9 Millionen. Das Ganze für Juri Thielemans. Und der hat halt, ich glaube, knappe 18 Millionen mehr an Marktwert, hat 2 mehr Ratingpunkte und ein deutlich besseres Potenzial. Also Leicester City macht hier, glaube ich, würde ich behaupten, den schlechteren Deal, was uns aber ganz egal sein kann, denn wir verbessern uns weiter. Problem dabei, Lobotka ist natürlich weg. Sollte Dennis Thielemans snipen, hätten wir keinen adäquaten Ersatz bisher. Das war's komplett. Es war gar nicht Lobotka. Och nein, das war mein Fehler. Ich bin dann wahrscheinlich einfach in der Zeile verrutscht und dementsprechend, ja, ist es halt jetzt nicht Lobotka, sondern Zielinski. Klar, dass man dann nicht so viel oben drauf geben musste, aber trotzdem sind es knappe 15 Millionen an Unterschied individuell. Das ist auf jeden Fall noch immer richtig gut und ich merke gerade, Ndombele ist zwar nur ausgeliehen, aber Elmas ist ja auch noch da. Also man könnte trotzdem jetzt noch auf die Suche gehen und versuchen halt Lobotka einzutauschen und ich glaube, das werden wir auch machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der nächste Transfer, Leute, wir tauschen unseren bisherigen Torwart Alex Meret ein und geben noch 21 Millionen oben drauf und dafür bekommen wir die 87er Gesamtstärke von David De Gea ins Tor. Wird aber auch nicht der einzige Torwarttransfer sein, weil da will ich auf Nummer sicher gehen. Das schon mal an der Stelle, kleiner Spoiler. Denn daneben verpflichten wir ebenfalls aus der Premier League Hugo Lloris von den Spurs, 35 Jahre alt, 2 Gesamtstärken weniger als David De Gea, kostet nur 7 Millionen Euro und falls der gute Dave weggesniped werden sollte, stehen wir da eben nicht ohne Torwart oder halt nur mit einem gammeligen Torwart da. Samuel Anguissa bekommt einen neuen Partner auf der Doppel-6 und das wird Ibrahim Sangaré von PSV Eindhoven, 81er Gesamtstärke, 86 Potenzial und wir zahlen knappe 40 Millionen Euro. Und der nächste Transfer, Leute, für die Innenverteidigung. Der Kader wird so langsam aber sicher vollständig, beziehungsweise die Startelf ist kommt Pau Torres vom FC Villarreal. Auch hier zahlen wir nur wirklich 3-4 Millionen über Marktwert, weil der Vertrag auch nur in Anführungszeichen bis 2024 läuft. Es gab jetzt immer mal wieder auch keine Übereinkunft bei John Stones, aber da haben wir ja schon Ersatz gefunden mit Manuel Akanji. Lemar und Leimer hat nicht funktioniert. Kanté und Groß waren beispielsweise zu teuer. Dementsprechend hat es dann gereicht bei 6 Millionen und Lobotka im Tausch. Das Ganze für Ilkay Gündoğan. Der ist zwar schon 31, ich hoffe aber, dass er sich maximal um einen Ratingpunkt verschlechtert und das im besten Fall nicht im ersten, sondern im zweiten Jahr. Aber der deutsche Nationalspieler ist bei City Weltklasse. Ich glaube so eigentlich Kapitän und bei uns damit natürlich auch hier eine deutliche Steigerung gegenüber Lobotka, denn der ist 3 Ratingpunkte besser. Weil uns die Zeit davonläuft, gehen wir jetzt direkt noch in einen weiteren Tauschdeal. Marco Asensio und 5 Millionen im Tausch dafür. Ja, natürlich Irving Lozano. Die sind beide 26 Jahre alt. Allerdings ist Asensio halt 2 Ratingpunkte
Ratingpunkte besser und ich glaube, das ist auch wieder ein richtig guter Deal für uns. Kvaratskhelia, der Junge aus Georgien, ich will halt so gerne auf ihn setzen und deshalb habe ich den da jetzt nicht im Tausch dazugegeben. Vielleicht müssen wir den zwangsläufig irgendwann upgraden, also zumindest seine Position, aber bis dato bin ich absolut zufrieden. Und wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, nachdem natürlich Asensio hier ans Vereinsgelände kommt, was wir alles gekauft haben, im Gegenzug verkauft, habt ihr alles gesehen, plus natürlich die Tauschdeals, dann haben wir eine richtig geile Mannschaft geformt, die mittlerweile genau so aussieht. Hä? Was haben die denn wieder gemacht? Ja gut, das ist mal wieder typisch EA. Osimhen, Kvaratskhelia, Asensio, dann haben wir einen Dreier gespannt mit Thielemann, Sambo Anguissa oder auch Ilkay Gündoğan, Di Lorenzo, Ginter, Akanji, Grimaldo, Neuer. Es ist eine richtig geile Mannschaft. Und auch auf der Bank könnte man tatsächlich den ein oder anderen Abgang kompensieren. Sehr fraglich, ob der Kollege hier die Snipe-Phase überleben wird. Ich gehe das Risiko aber ein. Wir haben auch noch Oliveira in der Hinterhand. Das ist ein Linksverteidiger mit 82 Potenzial, 77er Gesamtstärke. Aber der soll hoffentlich nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen eben Stammspieler Marcos Acuña vom FC Sevilla. Wir zahlen hier ein bisschen mehr, irgendwie 8 Millionen als im Marktwert. Anfangs wollte ich den erst gar nicht haben bei so einer Summe, weil die über 60 Millionen haben wollten. Am Ende konnten wir uns aber einigen mit Sevilla. Und es wird, glaube ich, voraussichtlich auch unser letzter Transfer erstmal werden. Okay, Leute, damit steht unsere Mannschaft jetzt also im 4. Dreimal die 2 mit 2 Sechsern, 2 Zehnern und 2 Stürmern. Meine Hoffnung ist, dass Chris hier ein bisschen Probleme bekommen wird bei der Stürmerposition, weil man muss eigentlich einen Doppelsturm spielen. Denn Neapel hat 3 Stürmer, davon sind 2 geliehen. Wir haben Osimhen, wir haben Raspadori und Simeone. Raspadori und Simeone sind eben nur geliehen. Vielleicht hat er einen davon geholt. Vielleicht geht aber auch das Risiko ein, dass einer oder vielleicht sogar beide in der Wintertransferphase zurückgeholt werden von ihren Vereinen. Ich will das Risiko ungern eingehen. Deswegen also Doppelsturm. Dahinter dann Kvaratskhelia und Brandt auf den 10er-Positionen. Sangare neben Samu Anguissa. Torres in der Innenverteidigung. Di Lorenzo hier in der Rechtsverteidigung noch am Start geblieben. Genau wie Kim Min-Ye in der Innenverteidigung. Unfassbarer Spieler. 80 Pace, Junge. 80 Verteidigung, 84 Physis. Acuña neu in der Linksverteidigung. De Gea im Tor. Und zu guter Letzt noch Lloris als Backup-Keeper. Wir hätten theoretisch auch noch Golini. Also gar nicht mal so ein unfassbar schlechten Backup-Keeper. Aber falls De Gea weg sein sollte, dann ist mir die 85 von Lloris doch ein bisschen lieber. So viel also zu meiner Transferphase. Wir sind relativ punktgenau fertig geworden. Knapp eine Minute hätten wir jetzt noch, aber die will ich jetzt nicht noch investieren, Leute. Das zu meiner Transferphase und ja, ich bin gespannt, was Chris so getrieben hat. Die Sommertransferphase liegt hinter uns. Ihr habt die Transfers bei Dennis und auch jeweils bei mir gesehen. Jetzt geht es natürlich darum, dürfen wir die Spieler behalten? Ja oder nein? Die erste Snipe-Phase in noch folgenden mal mindestens 2, vielleicht maximal auch 4, je nachdem, ob man im Winter natürlich noch was macht. Ich würde sagen, Dennis, du bist der Gast, dann start doch gerne mal mit deiner ersten 5er-Auswahl. Ja, Freunde, ich komme zu meiner ersten Position. Es geht um einen neuen Linksverteidiger. Das ist ja relativ offensichtlich. Eine Schwachstelle bei der Napoli, deswegen habe ich da natürlich auch gehandelt. Habe ich keinen anderen Bedarf gesehen. Zur Auswahl kriegst du, auf der einen Seite haben wir Grimaldo, dann Acuña, wir haben Gaia, wir haben Zingo, der ist halt Rechtsverteidiger, Liga intern, könnte man natürlich aber auf links umschulen. Und zu guter Letzt auch Alejandro Balde von Barca. Okay. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube ja, dass Zingo und Grimaldo einen auslaufenden Spielervertrag haben. Das ist korrekt. Das müssten, glaube ich, somit die einzigen sein. Grimaldo halt deutlich stärker als Zingo, aber ich glaube, Zingo, der würde natürlich die Konkurrenz so ein bisschen schwächen und würde trotzdem passen. Aber ich glaube, Zingo würde ich ausschließen. Was war der letzte nochmal, der Linksverteidiger von Barca? Balde. Ah, nee, würde ich irgendwie auch ausschließen. Außer natürlich, es wäre bei dir der Fall, du hättest hinten raus nicht mehr ganz so viel Geld gehabt und dann würde es eher. Nee, ich tendiere irgendwie zu Gaia und deshalb würde ich Gaia einloggen. Okay, José Gaia, der Erste, der eingeloggt wurde. Ich bin gespannt. Okay, alles klar. Dann starten wir bei mir in die erste 5er-Auswahl. Es betrifft die Innenverteidigerposition. Zur Auswahl gibt es einmal für dich Stefan de Vrij, dann haben wir Savic, wir haben Kimpembe. Und danach noch zwei Deutsche tatsächlich mit Ginter und oder Jonathan Tah. Ich gehe auf Stefan de Vrij. Ganz ja, okay. Easy. Locker, hat auslaufenden Vertrag. Konkurrenz, 84er Gesamtstärke. Ich glaube, der ist auch gerade 30, also nicht so alt. Das heißt, der würde nicht sinken in der Gesamtstärke so schnell. Deswegen, ja, ist mein Pick. Okay, alles klar. Dann deine zweite Auswahl. Ich komme auch zu einem Innenverteidiger. Und da sind auch sehr viele interessante Namen dabei. Wir beginnen mit Bastoni. Ich habe auch Stefan de Vrij auf meiner Liste. Daneben ebenfalls noch Pau Torres, Lucas Hernandez oder zu guter Letzt, den wirst du halt kennen vielleicht von der Roma, Roger Ibanez. Ja, Ibanez, okay, nicht verkehrt. Oh, natürlich jetzt auch schon wieder verlockend hier mit de Vrij, Liga-intern auslaufender Vertrag. Ja, ich habe direkt 2 Liga-intern mit reingenommen. Ne, 3 sogar, stimmt, Ibanez spielt ja auch bei der Roma. Ja, genau, aber ich sag dir ganz ehrlich, also Bastoni schätze ich als viel zu teuer ein. Ich weiß nicht, irgendwie tendiere ich zu Hernandez, weil ich glaube auch nur Vertrag bis 24 könnte man wahrscheinlich durchaus realisieren. Ja, ich gehe mit dem. Ich glaube, ich würde Lucas Hernandez einloggen.
Okay, check. Dann deine zweite Auswahl. Bei mir geht's ins zentrale Mittelfeld, ja. Und dabei ist ganz egal, ob Sechser, Achter oder Zehner. Also wirklich alles komplett mit dabei, weil ich habe halt wirklich einen Sechser, einen Achter, einen Zehner und habe dementsprechend überall grundsätzlich theoretisch einen Neuzugang verpflichten können. Okay. Ja? Zur Auswahl gibt es für dich auf jeden Fall einmal Konrad Leimer. Übrigens alle auslaufender Vertrag, ja? Vielleicht auch das noch ganz wichtig für dich. Okay. Konrad Leimer ist der Erste. Weiter geht's mit Ilkay Gündoğan. Dann haben wir Thomas Lemar. Wir haben Modric oder Kamada. Ich gehe mit Ilkay Gündoğan. Okay, alles klar. Dann let's go, deine nächste Fünfer-Auswahl. Deine letzte Fünfer-Auswahl. Meine letzte, genau, so sieht's aus. Es geht um einen neuen Torhüter. Ich glaube, völlig offensichtlich. Es würde mich auch sehr stark wundern, wenn deine letzte Auswahl nicht um die Torhüter-Position gehen sollte, weil Meret mit 79er Gesamtstärke ist ja mal völlig verquatscht. Ja, deswegen habe ich natürlich auch einen neuen Torhüter geholt. Und da kriegst du zur Auswahl. Wir beginnen mit unserer Legende auf der Nummer 1. Du wirst schon denken können, wer es ist, oder? Ich würde sagen, Manuel Neuer. Richtig, Manuel Neuer. Die Liste geht weiter mit Wojciech Szczęsny von Juve. Wir haben David De Gea von Man United. Wir haben Castells von Wolfsburg. Und zu guter Letzt Handanovic, noch auch ligaintern von Inter. Handanovic, der ist halt ein bisschen zu alt, glaube ich. Hat auch nur noch eine 83, wenn mich nicht alles täuscht. Ist korrekt. De Gea, auslaufender Vertrag. Weiß ich auch nicht. Szczęsny und Castells wären dann die Kandidaten, die bis 24 Vertrag hätten, auch ein bisschen billiger wären. Und Neuer hat ja, glaube ich, auch bis 24 Vertrag. Ja, genau. Irgendwie tendiere ich so zu Szczęsny, weil ich glaube, da kann man einen ganz guten Deal mit raushandeln. Und Szczęsny wäre, glaube ich, auch einer, der sich nicht verschlechtern würde, genauso wenig wie Castells innerhalb zwei Saisons. Aber Castells, die zwei, also ich tendiere zwischen Szczęsny und Castells, aber ich glaube, ich würde mit Szczęsny gehen. Okay, Szczęsny ist eingeloggt? Ja, Szczęsny ist eingeloggt, ja. Szczęsny ist eingeloggt. Okay, gut, dann deine letzte Auswahl, ne? Und tatsächlich, ja, genau, ist es nicht die Torhüterposition. Oh, bitte, weil was? Vielleicht auch noch ganz kurz wichtig für euch, wir lösen jetzt dann gleich auf. Ich habe auch Dennis noch gefragt, wie machen wir das mit der Auswahl, weil ich habe sehr viele Spieler auf ungefähr gleichem Level geholt und bin jetzt dann einfach nach dem Marktwert gegangen, im Verbund mit, ja, auch dem Rating. Aber ich glaube, es wäre halt ein bisschen unnötig, wenn ich einen richtig guten Spieler mit einer 4 oder 85 behalten dürfte, während parallel einer geht, der mich nur 3 oder 4 Millionen gekostet hat. Ja, später dafür die Auflösung. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung und auch verständlich. Ja, Bruder, ich rieche Manuel Neuer am Tor. Ich rieche ihn schon. Ja, also für mich war es ein bisschen schwierig. Bist du es? Papalovic? Bist du jetzt auch Napoli-Torwart-Trainer? Seid ihr zusammengewechselt? Ja, die Auflösung. Ich habe auf jeden Fall, wichtig, schon mal vielleicht vorab, ich habe Meret nicht verkauft. Ja, einfach nur, der ist noch immer auch bei mir, aber es ist ein neuer Torhüter gekommen. Ja, okay, aber gut. Deine letzte Auswahl jetzt aber erstmal. Jawohl, wir haben zur Auswahl einmal Marco Asensio. Ja. Dann haben wir Angel Di Maria. Okay. Wir haben Ousmane Dembélé. Ja. Wir haben Berardi, ligaintern von Sassuolo. Okay. Oder Marcus Rashford. Boah, ich gehe, glaube ich, weil ich habe selber gesehen, ich bin auf Verträge gegangen, ich habe Asensio gesehen und dachte mir, eigentlich war der doch immer Zehner, warum nicht die Position ändern? Deswegen, ich gehe mal auf Marco Asensio, einfach weil ich selber so diesen Gedanken hatte und es eigentlich für 5 Sekunden cool fand. Okay, alles klar. Ja, dann let's go. Dann lass uns doch mal kurz auflösen. Start du doch gerne mal rein. Ja, die große Auflösung ist, dass du keinen Spieler getroffen hast. Ich habe geholt für die, ich muss selber kurz gucken, mit welcher Position ich angefangen habe. Wir hatten den Linksverteidiger, da ist es tatsächlich Acuña geworden. Ah, okay. Ein Name, der gefühlt, glaube ich, gar nicht gefallen ist bei dir. Dann war, glaube ich, nächste Position Innenverteidiger, da ist es nicht Lucas Hernandez geworden, sondern Pau Torres. Und zu guter Letzt im Tor, ich habe echt nicht erwartet, dass du so von David De Gea weggehen wirst, denn es ist David De Gea geworden. Ich habe mich aber auch nochmal so ein bisschen abgesichert, habe da auch nochmal Hugo Lloris mitgehen lassen für 7 Millionen Euro und daneben noch 2 weitere Transfers mit Sangaré und Julian Brandt. Okay, also dann ist ja doch einiges bei dir passiert, ne? Und ich weiß nicht, was du gemacht hast, weil ich habe es auch in meinem Part quasi erwähnt bei den Transfers, von wegen, ich habe auch das System geändert auf 4-2-2-2, damit auch Raspadori vorne im Sturm spielen kann, damit der nicht irgendwie zur Hälfte der Saison schon wieder weggeht und ich dann gar keinen Stürmer mehr gefühlt habe, außer Osimhen. Ja, das ist so meine Devise. Okay, also bei dir alle Spieler behalten. Bei mir wird es tatsächlich, ja, schon ein bisschen heftig, muss ich sagen, denn es sind 2 Spieler, die ich wegsnipen muss. Lass mich kurz was erklären. Chris, ich bitte dich mal wieder, vor 5 Minuten, was ich gesagt habe, reinzuschneiden. Ich meinte nämlich, ich habe eine Taktik. Folgendes, ich lese nicht nur meine Kommentare unter den Showdowns, ich lese auch deine Kommentare. Und auch den Kommentar darfst du jetzt gerne einblenden vom Showdown. Welcher war das nochmal auf deinem Kanal mit Arsenal? Alphabet Challenge. Da hat einer unter die Kommentare geschrieben, Chris könnte irgendwann unter die Räder kommen, wenn Dennis mal bemerkt, dass Chris immer seine Spieler unter den ersten 2
und in der Fünferauswahl hat. Und ich bin jetzt mal genauso gegangen. Einfach immer einen der ersten beiden genommen. Und es hat absolut gut funktioniert. Das war nur so nebenbei. Ja, okay, aber ist tatsächlich absolut keine Taktik von mir. Also, ich weiß nicht, das ist dann wahrscheinlich völlig unterbewusst so. Ich mache das aber, glaube ich, aus dem Hintergrund, weil ich natürlich dann selber bei mir gucke, welchen Spieler habe ich verpflichtet. Und dann will ich mich halt nicht verplappern, weil ich ja dann nur auf der Wunschliste meine vier anderen Spieler sehe. Und deshalb will ich dann völlig souverän meinen getätigten Transfer irgendwie schnellstmöglich vermutlich über die Bühne bekommen. Mhm. Aber nicht bewusst. Also es ist absolut keine Taktik von mir, dass die Spieler unter die ersten zwei kommen. Ja, nee, am Ende des Tages ist es ja nicht deine Taktik, sondern jetzt meine Taktik, um es quasi zu schaffen, mal ein paar Spieler von dir wegzustellen. Ja, klar, aber ich meine, wenn der Kommentar ja da war, dann würde das ja wahrscheinlich ganz oft schon der Fall gewesen sein bei mir. Ja. Aber absolut nicht bewusst. Ich glaube auch schon mal, dass ich die Spieler hinten raus mitgenommen habe. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie genau ich das gemacht habe. Weil zum Beispiel jetzt bei Ginter, den habe ich nämlich verpflichtet in der ersten Auswahl, habe ich den, glaube ich, als vorletzten Pick Jonathan Tah gebracht. Das stimmt. Also es ist immer völlig random, vielleicht aber deutlich, und das kann schon auch sein, mit einer höheren Aktivität, gerade bei den ersten zwei. Aber Psychospiele auch für die nächsten STG-Showdowns. Ich fühle das komplett, was du sagst, weil ich selber erwische mich auch immer wieder dabei, zum Beispiel bei meiner Auswahl, dass ich immer wieder den einen Spieler auf die zwei dann packe, den ich geholt habe, und dann mir selber dann irgendwie im Nachhinein denke, nee, darf nicht sein, ich darf nicht alle Spieler auf der 2 haben, weißt du, das geht nicht. Aber ja, manchmal hat man schon... Was du meinst, man macht irgendwie immer seinen Spieler, den man geholt hat, immer irgendwie unter die ersten 2. Das ist irgendwie was Psychologisches, keine Ahnung. Ja, genau, oder irgendwie, wie es dann halt passt. Also jetzt bei Ginter zum Beispiel dachte ich, taktisch gesehen, ich bringe die zwei deutschen Spieler nacheinander, dass es nicht ganz so auffällt oder dass du Ginter nicht mehr im Gedächtnis hast, nachdem ich den auf Platz 1 beispielsweise vorgelesen habe und später dann Tah, da dachte ich dann Ginter, Tah, wenn du dann auf die deutsche Schiene gehst, dann habe ich halt die Möglichkeit, dass es Tah wird, weil der als letzter aufgezählt wurde und damit so ein bisschen, also man versucht schon irgendwie... Aber ich sag dir ehrlich, meine Devise war wirklich, ich höre nur auf die ersten zwei Namen. Die anderen Namen waren mir egal. Die anderen Namen waren mir wirklich egal. Ja gut, dann wär's, also es hätte aber auch völlig positiv und gut für mich laufen können, wenn ich die Jungs einfach alle am Ende aufgezählt hätte. Das stimmt wohl. Aber ich habe es jetzt mal einmal ausprobiert, ich fand das ganz lustig, weil es eben unter den Kommentaren stand und dass es jetzt erfolgreich ist. Ich kann gar nicht reden, wirklich. Es ist schlimm. 9 Uhr morgens, einer 10 Uhr jetzt. Schlimm. Aber jetzt ist die Frage, ich weiß schon gar nicht mehr, wen ich getroffen habe. Asensio und wen noch? Gündoğan, okay, gut. Aber ich muss... Schmackhaft. Und da war dann auch so die Sache, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe, weil ich habe halt auch noch Thielemans geholt, der halt vom Marktwert wahrscheinlich ein bisschen besser ist als Gündoğan. Ja, minimal, aber Gündoğan hat halt ein besseres Rating. Mhm. Ja, bei Asensio, gut, okay, da spielt dann Raspadori auf dem Flügel anstelle von Gündoğan Elmas. Es ist jetzt kein ganz so großer Weltuntergang, weil ich darf halt noch Spieler wie Thielemans, Akanji, Neuer, Ginter und Grimaldo behalten. Okay. Aber... ja, ich bin trotzdem zufrieden mit der Transferphase. Natürlich wäre ich zufriedener, wenn ich Gündoğan und auch Asensio behalten dürfte. Aber wenn ich jetzt hier gerade mal reinschaue, sehe ich Raspadori, okay, der kann auf dem Flügel auch spielen. Gündoğan wird ersetzt durch Elmas, den müssen wir dann halt ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Aber es ist okay. Ja gut, natürlich tut es trotzdem irgendwo weh. Ich habe aber extra noch ein bisschen Geld übrig gelassen, weil ich habe auch selber gesagt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass du von mir ein paar Spieler treffen wirst, weil das waren schon irgendwie auch auffällige Neuzugänge. Aber Gündoğan geht weg für 6 Millionen. Und wen haben wir noch? Asensio. Der geht weg für 10,7 Millionen, oha. Oh, er hat halt Real Madrid gehalten, das willst du machen. Ja, genau. Okay, aber ich habe noch immer 27. Vielleicht geht ja im Winter was. Warum habe ich noch so viel Geld? Okay, naja. Frage, aber die Verkäufe liefen auch gut. Also wenn du genauso die ähnlichen Spieler verkauft hast wie ich, dann wirst du auch einiges an Geld haben. Also ich hatte auch über 200 Millionen nach den ganzen Verkäufen. Ja, ich habe halt auch Tauschdeals mitgemacht. Also ich habe zum Beispiel Zielinski und Lobotka komplett eingetauscht gegen Thielemans oder halt auch Gündoğan verkauft. Ja, okay. Das ist natürlich auch richtig geil. Aber trotzdem finde ich, habe ich noch eine richtig gute Mannschaft. Ich sehe mich jetzt nicht unbedingt so ganz krass im Nachteil, aber zwei Abgänge, die tun natürlich trotzdem weh. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie es in Richtung Wintertransferphase läuft. Dennis darf alle Spieler behalten, bei mir sind zwei weg. Immerhin nur zwei, weil ansonsten müsste ich jetzt noch gucken, dass ich den dritten irgendwie eintauscht. Aber dann würde ich sagen, wir simulieren an den 1. Januar, gucken dann Wintertransfers. Ein Abschlusswort noch, bevor wir im Januar sind. Wenn ich diesen Showdown gewinnen sollte, dann ist das für diesen Kommentar. Dieser Kommentarschreiber, dieser Sieg, falls es heute einer sein sollte, ist für dich und damit auch für den Januar. Okay, let's go. Angekommen am 1. Januar, jetzt schauen wir ganz kurz drauf, wie lief denn die Hinrunde, und wir werden beide vermutlich auch in Transfers gehen, wenn es vielleicht auch bei mir weniger spektakulär wird. Wir müssen einfach mal schauen. Gucken wir also ganz kurz rein auf die Liga und ja, okay, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich auch. Wie vielter? Zweiter. Eine Niederlage und lustigerweise war das das erste Spiel der Saison gegen Florenz. Ja, ich habe auch tatsächlich, ich habe unter anderem auch das erste verloren. Ich habe 37 Punkte und bin auf Platz 3. Also damit bin ich, glaube ich, ganz gut gefahren. Dann wärst du auch bei mir auf Platz 3. Da ist aktuell die Roma mit 35. Da bin ich hier 6 Punkte vorne. Also ich hoffe wenigstens Vizemeisterschaft, wenn die drin wäre. AC Mailand, Bergamo Calcio völlig am Verkacken. Wir haben Salernitana bei mir auf Platz 5. Das mal nur so nebenbei erwähnt.
Was, ehrlich? Ja, die sind Fünfter. Die sind vor Lazio, die sind vor AC, die sind vor Florenz, die sind vor Bergamos. Hast du Olo, hast du nicht gesehen. Okay. Sampdoria gehen nur aber auf jeden Fall auf den Abschlussplatz. Also bei mir ist Salernitana auf Platz 16. Ja, also, 16, okay. Aber AC auf 6, Inter auf 7. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht so krass ran. Ich will die direkten Duelle vielleicht auch für mich entscheiden. Cool wäre ja schon mal, wenn wir beide auf jeden Fall auf einem Champions-League-Platz am Ende der Saison landen würden. Key. Coppa Italia startet, glaube ich, für uns eh erst später. Genau. Richtig. Dementsprechend gucken wir auf die Champions League und damit auf den letzten Wettbewerb. Weitergekommen, ja oder nein? Ich habe eine Gruppe gehabt, sehr wild. Ich bin Gruppenerster geworden, aber mein Achtelfinallos ist ja mal wieder absolut Heureka. Das ist der FC Barcelona. Nein. Doch. Oh, okay. Ich bin Gruppenzweiter, bin also... Ey, ihr wollt mich doch komplett verarschen, Digga. Ajax ist Zweiter geworden und dann Sporting als Gegner. Ja. Mann! Was ist das für eine Scheiße, Digga? Du bist bestraft dafür, Erster zu werden in so einer... Oh, Mann! Ja, ich habe aber auch kein allzu leichtes Los. Ich muss gegen Atletico Madrid und irgendwie schätze ich die immer so völlig unschlagbar ein, wenn ich in so einer Simulation bin. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also Barca, Atletico, es könnte irgendwie für beide was werden. Es könnte aber beide auch schon Endstation bedeuten. Also es ja, die Gruppe hätte bei mir auch einfach gar nicht in Frage kommen können, wenn scheiß Inter Mailand sich mal ein bisschen gestraft hätte und Zweiter geworden wäre. Dann hätte ich gar nicht über Gruppe C reden müssen. Ja, gut. Das ist natürlich. Mann, also gut vielleicht für mich. Und ich bin in dem Fall jetzt mal Barca-Fan. Aber gut. Warte, wen hast du jetzt nochmal als Gegner? Ich hab's verpasst. Atletico. Ja, okay. Atletico, bitte, Simeone. Ich glaube an euch. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht an euch. Ich glaube aber dafür an den FC Barcelona. Und jetzt glaube ich, dass wir in die Wintertransferphase können und was auch für eine Überleitung. Ich würde sagen, ihr seht das ganz kurz nach und nach und dann geht's auch wieder da an die Snipes. Natürlich vorausgesetzt nur, wir beide verpflichten auch jemanden. So, Freunde der Sonne, 10 Minuten also nochmal Zeit für die Wintertransferphase. Diese 10 Minuten beginnen in 3, 2, 1, let's go. Ich glaube, wir sind gut dabei. Wir sind guter Dinge, ich bin guter Dinge. Mannschaft sieht sehr stabil aus. Ich würde ganz gerne noch einen Innenverteidiger verpflichten für den Südkoreaner da, Kim Jin-ya, Min-ya. I'm sorry, dass ich jetzt hier nochmal, oder ich bin nochmal mit der Zeit. Nicht, dass ihr noch irgendwelche... Lass es in den Kommentaren kommen! 3, 2, 1. So, Leute, die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Die Hinrunde lief sehr, sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass einiges gehen wird. Ich habe vor, unseren Kim Min-ye in der Innenverteidigung zu ersetzen, dass wir da nochmal eine stärkere Gesamtstärke mit reinbringen. Und ja, daran setze ich mich jetzt. Auf geht's. Ein neuer Innenverteidiger kommt. Das ist eigentlich von der Hauptposition Rechtsverteidiger. Lucharel Geatruida kommt von Feyenoord Rotterdam. Ich hoffe, dass ich hier die aktuellen Werte auch habe, weil dann ist er der 78er Gesamtstärke, 86 Potenzial und wir können ihn hoffentlich zum Innenverteidiger umtrainieren. Da haben wir unseren einen Neuzugang. Wir haben Elmas verkauft für, ich glaube, 50 Millionen. Glatt zu Manchester City, das war ein richtig geiler Deal. Der Junge war 23, hatte eine 81, hat sich stark verbessert, aber jetzt im Gegenzug, und das ist eine deutliche Steigerung, kommt Mason Mount mit 3 Ratingpunkten besser vom FC Chelsea. Und dementsprechend, ja, finde ich es einen richtig geiler Neuzugang. Ich bin absolut zufrieden mit diesem Deal. Wir haben noch ein bisschen Geld, natürlich kann passieren, dass Dennis auch diesen Spieler sniped, aber dann ist es halt so. Ganz ehrlich, dann ist ein Dombele in der Startelf, wir haben wieder eine weitere Baustelle, aber diese hätten wir, wenn der nicht gesniped wird, auf jeden Fall bekommen. Kim Min-ye tauschen wir jetzt ein und holen dafür Sven Botman von Newcastle United, von den Magpies, 22 Jahre alt, 87 Potenzial und ja, ich hoffe, dass er vielleicht auch schon ein, zwei Gesamtstärken bei Newcastle dazu gewonnen hat, dann würde er jetzt ein 82 oder 83 haben, so ungefähr. Das wäre auch schon mal ein saftiges Upgrade und vor allen Dingen halt mehr Potenzial. Let's go. Und damit sieht die Mannschaft jetzt also folgendermaßen aus. Wir haben Botman neu in der Innenverteidigung dazu bekommen, Geatruida, der gute G, wie ich ihn auch immer gerne nenne, jetzt auch noch als Backup. Da muss ich noch die Position ändern, wird dann wahrscheinlich plus 1 bekommen, also bei einer 80er Gesamtstärke sein. Das heißt, da haben wir nochmal in der Breite und vom Potenzial ein bisschen was gemacht. Geatruida kann natürlich auch Außenverteidiger spielen, das heißt, da sind wir auch nicht komplett aufgeschmissen, falls sich jemand verletzen sollte. Und ja, soviel zu meiner Transferphase, 2 neue Spieler geholt und ja, ich bin gespannt, was Chris so gemacht hat, weil der eigentlich in die Transferphase reingegangen ist, so von wegen, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber wahrscheinlich wird er jetzt 80 Transfers gemacht haben, so wie ich ihn kenne. Die Wintertransferphase liegt hinter uns, bei mir gab es einen Neuzugang, bei Dennis 2, selbstverständlich, aber dürfen wir jeweils nur einen snipen. Also Dennis, einer von dir ist auf jeden Fall mal safe. Und ich würde sagen, vorhin hast du gestartet, jetzt starte ich einfach mit meiner Fünfer-Auswahl, wenn es für dich in Ordnung ist. Natürlich, selbstverständlich. Und zwar geht es um einen neuen Mittelfeldspieler. Dabei ist der Sechser außen vor, es geht nur um entweder ZM oder ZOM. Mhm. Ja? Zur Auswahl haben wir einmal Liga-intern Çalhanoğlu, dann haben wir Thomas Lemar, wir haben weiter Pellegrini, wir haben Mason Mount oder Jamal Musiala. Uff, ich tendiere so zwischen Mount und Pellegrini, ich nehme Mount. Okay, dann deine Fünfer-Auswahl. Genau, es geht um einen Innenverteidiger und da haben wir ein paar talentierte Boys am Start. Du kriegst zur Auswahl, wir haben Nico Schlotterbeck, wir haben Bremer, wir haben Sven Botman, wir haben Andreas Christensen und zu guter Letzt Presnel Kimpembe. Ich gehe mit Kimpembe. Weil du ihn einfach hasst.
Ja, weil ich ihn nicht mag und weil ich weiß, zumindest jetzt bei ihm, dass er nur bis 24 einen Vertrag hat und weil er wahrscheinlich halt dementsprechend ziemlich billig wäre. Okay, richtig, auf alle Fälle, das ist korrekt. Und jetzt die Auflösung. Ich kann schon mal sagen, es ist Botman geworden. Ja, Botman, okay, den hätte ich absolut nicht tatsächlich. Ich bin genau mit dem unscheinbarsten gegangen einfach, aber auch 81, also vom Rating-Potenzial ist er absolut, hinkt er nicht irgendwem dahinterher, teilweise sogar besser. Und daneben habe ich noch Lutare Gertruida geholt für irgendwie Außenverteidiger und noch ein bisschen Geld obendrauf, dass ich den auch nochmal habe, so als Innenverteidiger-Backup, falls Botman draufgegangen wäre. Ja, okay. Ja, was soll ich sagen? Es ist Mason Mount. Ja, ohne Scheiß. Also ich mag... Ich muss jetzt hier, ich habe gerade schon bei mir in der Mannschaft geguckt, weil ich habe zu Dennis vorhin schon gesagt, ich habe einen so kleinen Kader, ich muss jetzt auf eine Fünferkette, glaube ich, irgendwie umstrukturieren, weil ich Kind noch habe. Ja. Gut, okay. Mit einer Fünferkette geht's an sich. Mason Mount ist es nur geworden, weil er halt der Einzige war, der ja, zu realisieren war. 24 außer auf einem Vertrag hat. Das ist vielleicht ein bisschen billiger auch. Nee, ich habe ja auch... War mein Gedanke. Ja, okay, ich habe gedacht noch, was hatte ich noch auf der Liste? Lemar, Leimer, die wollte ich eigentlich holen. Mhm. Die wollten halt aber alle nicht. Und dann blieb halt nur noch Mason Mount, der dann zu realisieren war. Und dementsprechend, ja, musste ich den ja dann... Also was heißt musste ich? Ich war auch kurz davor zu sagen, hole ich überhaupt jemand? Aber ja, gut, mit der Fünferkette muss ich sagen, sehe ich trotzdem noch immer ganz gut aus. Und Mason Mount muss ich jetzt halt eintauschen, weil ich habe ja schon zwei Spiele abstoßen müssen. Ach stimmt, das geht ja gar nicht mehr. Ja genau, das geht nicht mehr. Heißt, ich kümmere mich da jetzt auf jeden Fall drum und dann würde ich sagen, sind wir aber eigentlich schon im Winter fertig und können zum Ende simulieren, oder? Auf jeden Fall. Also, ich bin sehr gespannt. Punkte zählen, Ende der Saison, bis gleich. Am Ende der ersten Saison angekommen, heißt es jetzt Zwischenfazit. Natürlich, was die erste Saison betrifft, ist es das Endfazit, aber trotzdem für den gesamten Showdown gibt es natürlich nur jetzt eine ganz kurze... Wir sind erst bei Halbzeit, Freunde. Wir sind erst bei Halbzeit. Ja, wir sind erst bei der Halbzeit. Ganz kurz noch, ich habe Mason Mount gegen Chukwu Emeka eingetauscht. Also, das ist so ein Talent bei Chelsea, der ist um 20 Ratingpunkte schlechter. Ich habe den nicht umtrainiert, nichts mit dem gemacht. Dementsprechend sollte das auf jeden Fall passen. Gut. Ende der Saison. Ich habe ein Manager-Rating nur im orangefarbenen Bereich. In der Tabelle aber hat sich bei mir, das kann ich schon mal sagen, nichts geändert. Ich bin unverändert auf Platz 3 und damit nächstes Jahr auch in der Champions League, was ganz wichtig ist. Mann, scheiße, Junge. Was hat deine Roma hier gemacht, Junge? Die ist voll auf Crack, Digga. Die ist Meister geworden. Ja? Mit wie viel Punkten? Ja, 86. Ich habe 81. Ich bin auch Dritter. Oh, let's go. Auch Dritter nur? Auch Dritter nur. Oh, die Rückrunde war scheiße, Junge. Wir haben 4 Niederlagen uns alleine gefangen, noch ein paar Unentschieden dazu gesammelt. Aber wir drei hier vorne, Roma, Juve, Napoli, laufen dem Rest davon, denn alleine von 3 auf 4 sind 11 Punkte Vorsprung. Okay, einen ganz so krassen Vorsprung habe ich tatsächlich nicht, aber ich bin auch oben Dritter, Zweiter Roma, Erster Juve. Also auch in der Konstellation, nicht ganz in der Reihenfolge, aber was die Teams angeht, sind es auch die gleichen. Wie viele Punkte hast du? 78. 78, okay. Wie viel hat der Meister bei dir? 94. Boah, bitte was? Ja, Juve, 94. Was? Lol. Okay. Coppa Italia. Ja? Deine Roma hasst mich extrem. Ich bin im Viertelfinale geflogen. Im Viertelfinale? Im Viertelfinale. Wann war denn... Du hast dann gewonnen. Ja, genau. Ja, genau. Richtig. Ja. Ja. Also das heißt, für dich... Nee, Spaß. Also, ich habe einen Punkt. Okay, also das heißt, für mich gibt's 1, 2, 3, 5 Punkte. Okay, das sind die ersten 4 Punkte Abstand. Ich hatte dann übrigens, ganz kurz vielleicht zwischendrin, ich habe gewonnen dann auch gegen die Roma, gegen Inter und gegen Lazio dann im Finale. Okay, bei mir war Roma im Finale, hat aber da gegen Bergamo Calcio verloren. Okay, wie auch immer. Gut. 4 Punkte Differenz Stand jetzt Champions League. Wie sieht's denn da aus? Ja, machen wir es kurz und knapp. Ich bin gegen Barca mit 2-3 geflogen. Okay, ich bin 3-1 gegen Atletico geflogen. Okay, das macht mich immer ein bisschen glücklich. Ja, ich habe keine Chance gehabt gegen die Rochi Blancos. Wir gucken ganz kurz noch auf die Trainer des Monatspreise. Da gibt's tatsächlich bei mir welche. Ich habe sogar 2. Okay, ich hoffe, ich habe auch 2. Bitte, Junge. Wäre schon... Bruder, natürlich nur einen! Mann! Okay, let's go. Wichtig, wichtig, wichtig. 5 Punkte Abstand, ne? 5 Punkte Abstand, genau. 5 Punkte Abstand. Okay, okay. Alles gut. Alles noch im Rahmen des Möglichen. Wir gehen rein in die Statistiken, ne? Statistiken, ja. Genau. Keeper, was hast du da anzubieten? Ich muss mal ganz kurz schauen, weil ich es irgendwie noch nicht ganz hinbekomme. Ich habe 9. Okay, den Punkt nehme ich. 11. Danke, God bless. God bless, God bless. Weiter, weiter, weiter. Vorlagen. Schnell, schnell, schnell. Habe ich 11. Habe ich 14. Weg mit dir. Komm. Okay. Tore. Habe ich 34. Komm, sag deine Anzahl. Wird weniger sein. Komm. 32. Beiseite mit dir. 3 Punkte. Ja, Mann. Was ich übrigens gerade hier noch sehe, Mason Mount, der ist noch bei mir. Wahrscheinlich, ja, ich war nach der Wintertransferphase, aber ihr seht es ja selber hier, bei Beginn der Transferperiode wechselt zu Chelsea. Er hat aber nicht mal ansatzweise so viele Spiele wie die anderen gemacht. Oh, Digga, frech.
Punktabzug. Ja, okay, Punktabzug! Ehrlich, ich dachte, ich bin schon durch. Also ich habe ja die Transfers dann gemacht. Ich dachte, ich bin noch im Januar, aber war dann wohl schon außerhalb. Wechselt deswegen erst zur Transfer. Deswegen an der Stelle, Chris, merkt ihr, immer bitte in der Transferphase bleiben, bevor die Snipes sind. Ja, aber ich würde sagen, trotzdem, wir können eigentlich ohne Spaß einen Punktabzug machen. Nein, Nein, ich will hier fair and square gewinnen, deswegen, wir machen keinen Punktabzug und wir gehen gleich in die zweite Saison, hätte ich jetzt gesagt. Ja, okay, lass mich noch ganz kurz zusammenrechnen, weil es müssten ja jetzt dann eigentlich, wie viele Punkte Differenz? Ich habe 2 Punkte Abstand auf jeden Fall. Ja, müsste, glaube ich, der Fall sein. Also genau, wir sind hier, genau, also wir sind bei 26 zu 24 für mich. Bitter, weil die letzten 3 Statistikdinger alle an dich gingen. Ja. Aber gut, 2 Punkte Vorsprung nehme ich trotzdem auf jeden Fall mal mit und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Bei mir geht Raspadori weg, ich habe auf jeden Fall eine weitere große Baustelle, aber ja, wir schauen einfach mal. Dementsprechend was hat Raspadori bei dir für eine Gesamtstärke? 83. 85 bei mir. Oh, uff. Was hat Osimhen bei dir? 87. 89. Bruder, nächste Saison, Junge, wir rasieren! Was hat Kvaratskhelia bei dir? Ja, Bruder, da bin ich ein bisschen verloren, 83 nur. Ah, okay, ich habe 87. Ey, Digga, das ist, bitte... 8 Gesamtstärken einer Saison, Leute! Wie ist das möglich? Wie? Es ist, also durch Positioning Change natürlich ist es möglich. Durch hast du ihn als Zehner? Nee, Flügel. Ach, Flügel. Aber er ist doch Flügel von der Hauptposition. Ja, aber man kann die ja umtrainieren. Ja, aber inwiefern umtrainieren? Ja, auf einen anderen Flügel halt einfach umtrainieren. Ja, und dann? Dann habe ich eigentlich die Hoffnung, dass die hochgehen. Okay. Gut, also, bei Raspadori zum rechten Flügel oder was? Ja, also bei Raspadori zum Beispiel habe ich das probiert, aber da geht es zum Beispiel nicht so krass. Also, dass deiner eine 85 hat, ist ja wirklich heftig. Ja, da habe ich aber auch gar nichts geändert. Ne? Also, er spielt bei mir Mittelstürmer. Deswegen, ja. Ich habe halt geguckt bei so FIFA, da steht ja immer so beste Position. Da stand bei Kvaratskhelia halt 10er. Dachte mir, ja, mache ich. Aber, Digga, war ein mieser Flop, Digga. Der Mann hat bei mir 5 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Also, Verkaufskandidat Nummer 1 eigentlich für nächstes Jahr. Spielt Anguissa noch bei dir? Zamorangisa, yes. Was hat er? 84. Ja, okay, hat er bei mir auch. Ja gut, also so im Endeffekt, dafür hast du bei Osimhen 2 mehr, bei Raspadori 2 mehr. Ich habe dafür 4 mehr bei Kvaratskhelia. Gleicht sich dann irgendwo wieder aus, so was das Komplett-Ding angeht. Was hat Manu noch bei dir? 87. 87, okay. David, Bruder, David De Gea, 88er Gesamtstärke. Okay, krass, ja, cool. Aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch der Fünferkette treu, weil es sieht irgendwie ganz cool aus. Ja, hat sich auch bewiesen, ne? Ja, definitiv. Ich habe aber einen sehr kleinen Kader. Ich hoffe einfach auf sehr viel Geld im nächsten Jahr. Wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel unterscheiden. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Sommertransferphase, zweite Saison, 20 Minuten, seht ihr wieder in der Konferenzschaltung. Zweites Jahr, ab geht's. Zweite Saison, der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten laufen, das ist unsere Mannschaft noch mit Mason Mount. Wie gesagt, es war absolut keine Absicht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht allzu krumm, aber ich glaube, für das alleine, dass ich 3 Snipes kassiert habe, ist es dann ja trotzdem noch irgendwo eine kleine Genugtuung. Wir überspringen jetzt das Training, also eine Genugtuung ist, also er hat ja nicht so viel gespielt, vielleicht öfter, als ich es eigentlich gedacht hatte, aber ich dachte, ich wäre wie gesagt noch im Winter, jetzt ist er weg, ich habe den ja eingetauscht. Zanoli ist dafür jetzt auf der Flügelposition. Wir haben 127 Millionen, 3 Millionen mehr als Dennis, das haben wir gerade schon mal kurz abgecheckt. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll, aber ich werde mich ransetzen, hoffen, dass das Ganze irgendwie funktioniert und die Transfers seht ihr natürlich auch wieder in der Konferenzschaltung. So Leute, die erste Saison ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ganz wichtig, die 3 Spielerstatistiken am Ende zu holen. Wir gehen mit 2 Punkten Abstand in diese zweite Saison rein. Einmal Champions League, eine Runde weiterkommen, bisschen Glück haben mit den Gegnern, dann ist es alles schon wieder egalisiert. Deswegen Leute, wir gehen rein in die 20 Minuten in 3, 2, 1, let's go. Ich habe diverse Pläne. Wir brauchen natürlich einen neuen Sturmpartner für Osimhen. Wir brauchen vielleicht noch einen neuen Zehner anstelle von Kvaratskhelia, der halt absolut gar nicht performt hat in der letzten Saison. Neuer Rechtsverteidiger anstelle von Di Lorenzo, vielleicht auch möglich. Budget sieht sehr stabil aus mit 124 Millionen. Ich gucke, was so möglich ist. Der erste Neuzugang ist gefunden. Klar, natürlich, wir können da jetzt keinen Spieler im Gegenzug verkaufen und hätten dann wieder mehr Geld, denn Raspadori ist einfach weg. Ousmane Dembélé hatte einen auslaufenden Spielervertrag, ist vielleicht auch wieder offensichtlich. Dennis könnte den mit Sicherheit auch wieder auf dem Schirm haben, ja, weil er hat einen auslaufenden Vertrag, aber es gibt ganz viele andere Spieler, die auch in 2024 einen auslaufenden Vertrag haben. Dementsprechend Ousmane Dembélé 60 Millionen glatt, 20 unter dem eigentlichen Marktwert. 5 Tore, 5 Vorlagen, das ist Manchester City irgendwie 73 Millionen wert. Ist jetzt nicht so viel mehr als der Marktwert bei Kvaratskhelia, aber ich gehe jetzt nicht das Risiko ein. Er wird wahrscheinlich auch einiges an Potenzial eingebüßt haben durch diese echt schlechte erste Saison. Deswegen, Leute, wir nehmen das Ganze an und verkaufen ihn an Man City. Unser erster Transfer, Leute, ich weiß aber auch noch nicht genau, wo ich ihn spielen lasse. Eigentlich als Zehner geplant, da gewinnt er auch an Rating. Es ist Paulo Dybala von der Roma. Ja, er ist aber eigentlich auch Mittelstürmer von der Position. Da hatten wir letzte Saison Raspadori, deswegen
deswegen, ich bin mir noch nicht genau sicher, was da mit den Haaren im Hintergrund mal wieder abgeht. Gar keine Ahnung, Freunde der Sonne. Karrieremodus halt mal wieder at its best. Der zweite Neuzugang ist fix. Auslaufende Spielerverträge sind natürlich mal unser Credo. Und hier haben wir Marco Verratti, der Italiener, also in der Serie A angekommen. Es ist ein Tauschdeal. Anguissa im Tausch plus nur 11 Millionen obendrauf. Birgt natürlich wieder das große Risiko, dass wenn Dennis Verratti snipen sollte, wir keinen adäquaten Ersatz haben. Aber dann ist es halt eben so. Ganz ehrlich, da kann ich jetzt kein Risiko mehr eingehen, beziehungsweise, nee, da gehe ich Risiko ein, aber da kann ich jetzt auch keinen Wert mehr drauflegen, denn ich will uns verbessern und das gelingt uns natürlich deutlich hier um 3 Ratingpunkte mit Verratti. Unser nächster Transfer, Leute, für die Stürmerposition. Lange überlegt, wen ich da holen soll. Am Ende wird es Randall Kolo Muani, der Shootingstar der Eintracht aus Frankfurt, wo wir an den anderen Schornen gemacht haben. An der Stelle nochmal kleine Eigenwerbung, falls ihr Langeweile nach dem Video hier habt, wenn ihr fertig seid, gerne das Video abchecken. Erster Link oben in der Beschreibung und wir machen den Transfer jetzt also perfekt. Weiter geht es dann mit Nusair Masraoui vom FC Bayern. Wir tauschen Di Lorenzo ein, zahlen knappe 20 Millionen oben drauf und verpflichten damit ein deutliches Upgrade für die Rechtsverteidigerposition. Für mich eine perfekte Sommertransferphase. Der dritte und zugleich auch letzte Neuzugang, zumindest für die Startelf. Vielleicht holen wir jetzt in der Breite noch ein paar Routiniers mit Alessandro Bastoni. 20 Millionen, Kim im Tausch und wieder mal ein plus 3 im Gesamtrating. Vergleich beider Spieler selbstverständlich. Aber ja, gut, es ist halt wieder auch ein Tauschdeal. Und es ist das gleiche Problem. Wird der gesniped, haben wir keinen Ersatz mehr in der Hinterhand. Damit steht die Mannschaft jetzt also für diese zweite Saison. Wir haben Kolo Muani jetzt also in der Doppelspitze neben Osimhen. Wir haben Dybala hier auf der 10 neben Brandt. Doppel-6 immer noch genau dasselbe mit Sambo Anguissa und Sangaré. Wir haben Botman, Torres, Masraoui, Acuña. So viel also dazu. So viel zu meinen Transfers. Sind jetzt nicht so viel geworden in dieser zweiten Saison, aber dafür allesamt saftige Upgrades für die Mannschaft. Beziehungsweise gut, Kolo Muani ist schlechter als Raspadori, aber den wollte ich jetzt nicht verpflichten, weil vielleicht ein bisschen zu auffällig. Mal gucken, was der Chris so getrieben hat. Der ist jetzt eigentlich auch schon fertig, wenn ich richtig sehe bei WhatsApp. Und ja, Leute, dann rein ins Snipen. Ich bin sehr gespannt. Die Sommertransferphase der zweiten Saison liegt hinter uns. Bei mir wird im Winter zu 100% nichts gehen. Heißt, jetzt im Sommer gibt es für mich die Auflösung, darf ich meine Neuzugänge behalten, ja oder nein? Und bei Dennis natürlich ganz genauso. Bisher muss ich sagen, ja, ein 30er-Move. Dennis hat Auge gemacht, weil 3 Spieler sind ja bei mir insgesamt jetzt schon weggegangen. Aber ja, vielleicht kann ich ja auch mal für Dennis jemand snipen. Und wenn nicht, dann hoffe ich einfach nur, dass im Gegenzug meine Spieler bleiben dürfen. Also, Dennis, ich würde sagen, du startest wieder rein mit deiner ersten Auswahl. Die erste 5er-Auswahl. Es geht um einen neuen 10er. Davon, lass mich kurz gucken auf der Liste, 3 mit Positionswechsel. Das war nur so nebenbei erwähnt. Wir beginnen nämlich mit Christopher Nkunku, einer dieser 3 Kandidaten. Mhm. Als nächstes haben wir Pellegrini von der Roma, Dybala ebenfalls von der Roma, ebenfalls mit Positionswechsel. Wir haben Nabi Fekir und zu guter Letzt James Maddison, auch hier auslaufender Vertrag. Das ist, glaube ich, auch bei Nkunku der Fall. Mhm. Ja, und halt RM und ne, kann man easy auf die 10 trainieren. Ja. Ich glaube, verbessert sich auch, wenn man den umtrainiert. Ja. Genauso aber verbessert sich auch Dybala. Und deshalb würde ich wahrscheinlich hier... Nee, nicht wahrscheinlich. Ich bin jetzt einfach voll fest entschlossen. Ich gehe mit Dybala. Okay. Check. Ich mache jetzt auch übrigens schon mal nachher bei der zweiten oder dritten Auswahlrunde. Ich sag direkt, ich diskutiere gar nicht darum. Ich sag direkt einen Namen. Zack. Ich hoffe einfach, ich treffe einen. Und wenn nicht, egal. Dann ist es okay. So. Check, dann deine erste 5er-Auswahl. Dann geht's bei mir auf die Innenverteidigerposition. 5 Spieler zur Auswahl natürlich auch hier. Alle mit einem auslaufenden Spielervertrag in der zweiten Saison. Ich glaube, einige davon auch schon letztes Jahr, unter anderem bei dir und bei mir, in Auswahlen mit vertreten. Ja? Also, zur Auswahl heißt es für mich einmal Bastoni, dann haben wir Kim Pembe, wir haben Marquinhos, Pau Torres oder Lucas Hernandez. Bastoni. Okay, alles klar. Auf geht's. Direkt. Deine zweite Auswahl. Meine zweite Auswahl. Ich rufe sie auf, dass ich auch jeden Namen hier direkt aufsagen kann. Es geht um einen neuen Stürmer. Yeah. Oh. Und ja, Raspadori muss ja irgendwie ersetzt werden. Deswegen ist er auch direkt der erste Mann, der sich selbst ersetzen soll auf der Liste. Aha. Daneben hätte ich aber auch Vlahovic im Angebot. Wir haben Marcus Rashford, wir haben Kolo Muani und zu guter Letzt ebenfalls von der Roma Tammy Abraham. Was war der zweite nochmal? Der zweite war Vlahovic von Juve. Mit dem gehe ich. Okay. Ja. Vlahovic, sehr interessant. Übrigens, weniger Gesamtstärke bei mir als Raspadori. Ich weiß nicht, was bei Raspadori abging. Ehrlich? Aber der Bruder hat eine 88 und Vlahovic eine 86. Uff, Raspadori ist ja geisteskrank. Irgendwas ist da ganz schief gelaufen. Also gut, das ist, glaube ich, halt nicht normal, dass der Bruder auf eine 88 jetzt schon kommen sollte. Bei Raspadori könnte halt sein, durch das, dass der dann wieder nur ausgeliehen war und zurückgeht. Ja, stimmt. Potential-Bug und so, man kennt's. Okay, gut. Dann, genau. Deine zweite 5er-Auswahl. Mittelfeld, also wieder hier auch ganz egal, ob 6er, 8er oder 10er. Ja, zur Auswahl gibt es für dich Declan Rice, Thiago, wir haben Verratti, wir haben Mount, ja, der ja weggegangen ist, wieder leider von mir, oder noch Milinkovic-Savic. Ich gehe auf Verratti.
Alles klar. Dann deine dritte und letzte Auswahl. Richtig. Außenverteidiger. Um genau zu sein, Rechtsverteidiger. Wir machen es kurz und knapp. Zur Auswahl stehen, wir haben Pedro Porro, wir haben Frimpong, wir haben Masraoui, wir haben Dallo und Kyle Walker. Pedro Porro. Okay, check. Dann sehr schnell das alles hier. Deine war das deine? Es war deine letzte Auswahl, gell? Ja, meine letzte Auswahl. Du hast jetzt noch einmal 5 Spieler. Gut, dann komme ich zu meiner letzten 5er Auswahl. Und zwar gibt es für dich einen neuen Flügelspieler. Ja. Okay, interessant. Wir haben einmal Saka. Ja. Wir haben Leao. Wir haben Oyarzabal. Wir haben Kylian Mbappé. Und wir haben Ousmane Dembélé. Übrigens auch alle wieder mit einem auslaufenden Spielervertrag. Oh, dann sag nochmal. Ich war ein bisschen zu sehr fokussiert. Achso, okay. Saka. Saka, Leao, Oyarzabal, Mbappé oder Ousmane Dembélé. Ich sag Leao. Okay. Alles klar. Dann große Auflösung. Ich mache es kurz und knapp. Du hast den ersten Spieler getroffen. Es ist dein geliebter Paolo Dybala. Ja. Bitter für mich. Ich habe zwar noch Elmas in der Hinterhand. Tut ein bisschen weh, aber ich habe so ein bisschen damit gerechnet. Meine Hoffnung war halt vielleicht, dass du irgendwie eher Pellegrini nimmst oder so, weil der natürlich auch sehr, sehr wild ist und halt auch Natur-Zehner. Deswegen ist natürlich ein bisschen tut weh, aber war halt sehr offensichtlich. Deswegen ist es zu verkraften, weil es halt eben, ne, quasi fast vorhersehbar war. Ja, klar. Okay, aber die restlichen Spieler bei dir? Die restlichen Spieler darf ich behalten. Es ist als Rechtsverteidiger, ich habe nur 3 Spieler geholt. Es ist als Rechtsverteidiger Masraoui geworden und als Stürmer tatsächlich Randall Kolo Muani. Okay, den hätte ich absolut gar nicht genommen und hinten rechts, ja, nee, hätte ich auch nicht genommen. Aber gut, auf jeden Fall, ich hatte zwischenzeitlich mal wieder 5 Ersatzspieler. Also mein Kader ist mal wieder ein bisschen größer geworden. Ich habe jetzt noch 3, aber weil 2 natürlich wieder weg sind. Bruder, bitte, was willst du mir sagen? Ich habe in einem Showdown 5-mal Spieler von dir weggehauen. Ja, also ich sage auch ganz ehrlich, so wie es ist, ich muss mich gerade auch ehrlich zusammenreißen, dass ich nicht vorhin schon nach dem zweiten Snipes meinen Controller in die Ecke geworfen habe. Nicht, weil ich aggressiv bin, sondern weil es mich einfach abfuckt. Digga, ich sag ehrlich, ist mir auch egal, ich hole auch keinen Neuzugang mehr. Ich habe gerade noch so das Geld gehabt. Verratti ist weg und Bastoni sind weg. Ich habe jetzt dafür noch Oliveira. Okay, der hat eine 82, der spielt jetzt Innenverteidiger. Und ich habe noch Pascal Groß geholt. Der muss jetzt halt auf der Achterposition rankommen. Ja, mal gucken, ob das was wird. Und der andere auf dem Flügel, den darf ich immerhin behalten, ist Ousmane Dembélé. Okay, gut. Aber das bei mir... Schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall. Aber gut, ganz ehrlich, lieber 5-mal in einem Showdown, als irgendwie 3-mal jeweils 2 oder so in 3 verschiedenen Showdowns. Ist auf jeden Fall besser, als 10 Showdowns in Folge zu verlieren. Das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja, kann ich auf jeden Fall auch sagen. Aber ich bin mal sehr gespannt. Die Mannschaft ist noch immer ganz okay, aber ich habe keine allzu große Hoffnung. Ist mir aber auch ehrlich egal. Also ohne Scheiß, ich will einfach nur noch den Showdown jetzt zu Ende bringen. Es fuckt nur dem noch ab hier gerade mit den ganzen Snipes. Dem Mann geht schon gar nicht mehr um Siege. Er ist schon so verwöhnt davon, er denkt sich, oh, jetzt einfach nur noch zum Ende bringen. Ja, safe. Geht bei dir denn was im Winter? Absolut nicht. Ich muss ja natürlich jetzt auch 8 Millionen oder über 8 Millionen zahlen für die Baller. Ich habe 12 Millionen. Mhm. Elmas wird sein Ding schon machen. Ich vertraue ihm. Brandt ist sowieso unser Keyplayer auf der 10er-Position. Genauso Osimhen vorne. Deswegen am Ende, würde ich sagen. Was hat denn Elmas bei dir mittlerweile? 81. Okay, stabil. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen ans Ende. Pascal Groß, Junge, bitte, komm schon. Mach deinen Job mit einer 78 auf der 8er-Position. Und da bin ich sehr gespannt. Ich speichere, weil ich glaube, bei mir ist vielleicht eine Entlassung eher grundsätzlich mal drin. Und dann sehen wir uns am Ende der Saison. 2 Punkte gilt's von Dennis aufzuholen und ich glaube, das ist auch ein Kinderspiel. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Maul halten, wir sehen uns zum Ende der Saison. Wir sind am Ende der Saison. Nochmal ganz kurz Punktestand aus der Vorsaison. Ich 26, Dennis 24. Das große Problem bei der ganzen Geschichte ist, ihr seht, ich bin nicht mehr Trainer bei Napoli, sondern bei Parma. Ja, was soll ich sagen? Ist blöd gelaufen, aber trotzdem geht es da. Ja, ich stehe aber auch kurz vor der Entlassung. Muss ja, ehrlich? Oder das Ausrufezeichen ist da. Ja, gut, aber ganz ehrlich, EA ist halt auch, brauchen wir. Ja, ne, Napoli, wir machen eigentlich genau das, was Napoli in der Realität macht. Sogar eigentlich besser, weil die sich, glaube ich, nicht immer für Champions League qualifizieren. Aber sei es drum, was wir mal machen, die Ziele sind halt mal wieder, ne, Spieler aus Südasien holen. Was ja, also völlig lost auf jeden Fall. Aber trotzdem können wir ja die Liga, Pokal und die Champions League Punkte werten und später dann auch, um die Statistiken aufzuwerten, gucken wir halt einfach auf die aus der Liga. Ja, oder würde ich jetzt so wahrscheinlich dann mal machen. Genau, machen wir so. Gucken wir auf die Liga. Gibt es ja auch Tore, Torvorlagen ohne Gegentor und so weiter und so weiter. Deswegen schauen wir mal rein in die Liga-Tabelle. Wie sieht's da bei dir aus? Wo ist Napoli, du alter Parma-Trainer? 5. Fünfter, okay, ich bin 2. Wieder nur eine Vizemeisterschaft. 83 Punkte, 87 hat der Meister, in dem Fall der AC Mailand, der sich dieses Jahr irgendwie nach oben gehievt hat. Keine Ahnung wie, bittere Pille, aber gut, es ist eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Jahr davor. Ja, okay, also bei mir ist es tatsächlich ganz bitter, denn ein Punkt mehr und ich wäre einfach 3. gewesen, aber ja, halb so wild. Das heißt, du liegst jetzt, glaube ich, schon mit einem Punkt vorne, gell? Ja, 3 Punkte und damit halt 2er Rückstand wieder wettgemacht.
Ja. Genau. Ich muss mal gucken. Ach so, jetzt muss ich natürlich schauen, wo meine Mannschaft ist. Napoli im Pokal war ich im Halbfinale mit Napoli, bekomme 2 Punkte. Okay, ich bin eine Runde weitergekommen, aber da auch leider ausgeschieden. Also ich bin ins Finale gekommen, aber gegen deine Roma 4-3 im Elfmeterschießen verloren. Ja, bitte, immerhin. Bitte. Ja, in die Roma beliebt. Gruppenphase der Champions League. Ach so, da bin ich ja jetzt nicht automatisch auf meiner Gruppe. Ich muss mal ganz kurz durchschauen. Napoli, Gruppensieger geworden tatsächlich. Ja, okay, vor Arsenal, Salzburg und Villarreal. Okay, wir haben 15 Punkte vor Leipzig, Porto und Athen. Und dann war dein Gegner? Atletico Madrid. Mhm. Ja, war vorbei. Oh, okay, bei mir war auch vorbei. Achtelfinale direkt gegen Liverpool. Okay. Heißt aber trotzdem, du bist insgesamt noch mit 2 Punkten vorne. Ja. Trainer des Monatspreises, sehe ich jetzt nur von Parma? Ah, nee, hier. Siehst du insgesamt. Ja, okay, und da habe ich tatsächlich 2. Bitte was? Mhm. Leute, was ist das? Ich habe einen, warum? Du bist Fünfter geworden, Mann! Ja, aber ich habe am Anfang, das habe ich auch zu Dennis gesagt, die Hinrunde war richtig stark, Rückrunde war dann dafür umso belastender. Ey, wie bitter! Mann, 1 Punkt mehr mit Napoli und ich bin auf Platz 3. Aber, naja, gut, also noch ist es 1 Punkt Vorsprung von dir. Jetzt gehen wir halt auf die Statistiken, aber selbst wenn ich hier gewinne, ich wurde entlassen, das kann man nicht als wirklicher Sieg werten. Wie komme ich auf die Statistiken, Junge? Spielerstatistik. Ja, genau, richtig. Okay, check. Wer ist mein Bester? Torschütze. Ja. Digga. Ach, Bruder, ich verwechsel immer die Logos, Junge. Lazio, Napoli, du weißt. Ja. Ich habe 2 mit 19, Osimhen und Kolumani. Oh, okay, ich habe Osimhen mit 24. Okay, heftig. Mhm. Dann Vorlagen. Digga, Brand, Bruder, wo warst du diese Saison? 8 habe ich nur, Osimhen. Ich habe auch 8. Okay, das ist. Ey, nein! Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, punktgleich. Und wir müssen jetzt auf ohne Gegentor schauen. Stimmt, Digga, oh mein Gott, deine unverdienten Trainer des Monatspreise retten dir alles. Digga. Aber trotzdem, wie gesagt, selbst wenn der jetzt an mich gehen sollte, dann wäre es ein. Okay, ein Punkt. Frage ist ganz simpel: Ist es zweistellig bei dir? Ja. Ja, dann hast du gewonnen. Ja, was heißt gewonnen? Dann habe ich einen Punkt mehr, aber gewonnen ist was anderes, würde ich sagen. Also ja, das stimmt wohl. Ich kann ja mal kurz gucken, ob da irgendwas in der Teamzentrale anders macht. Natürlich sind deine Werte in der Teamzentrale auch besser, aber vielleicht hat ja Osimhen bei mir irgendwie in anderen Wettbewerben krass viel Tore gemacht. Ich gehe mal stark nicht davon aus. Okay, ich hätte bei Top-Torschütze hätte ich 25 insgesamt im Angebot, was jetzt auch nicht die Welt ist, und Vorlagen 10, Masraoui. Okay, gut, ich denke, dass Osimhen bei mir wahrscheinlich schon ein bisschen was gemacht hat. Mhm. Dass der dann wahrscheinlich da das geholt hat. Ich weiß nicht, ob es große Unterschiede gemacht hat, aber es ist halt so allgemein einfach blöd. Aber bei mir hat es verhältnismäßig dann doch ganz gut funktioniert mit Pascal Groß und Oliveira in der Startelf. Oliveira ist ja nicht mal Innenverteidiger. Frechheit. Ja, auf jeden Fall. Aber es war eine ziemlich bittere Angelegenheit. Ich meine, aber 5 Snipes sprechen auch für sich. Ich sag mal so, wenn wir jetzt tatsächlich gesagt hätten, pro Snipe oder irgendwie pro gewonnene Snipe-Phase gäbe es auch noch Punkte, wo wir ja auch überlegen sind, irgendwie da was zu machen, dann wäre das ja eine deutliche Angelegenheit. Halt auf jeden Fall von dir gewesen. Mhm. Ja, aber mit der Entlassung, das ist bei Dennis vor ein paar Folgen ja auch passiert, ist es nicht dasselbe, selbst wenn man dann gewinnt. Ich würde es nicht als Sieg zählen. Niederlage, es ist keine typische Niederlage, aber ich glaube, es ist ein ja, sehr neutrales Ding. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt irgendwie für irgendwen werten können. Oder wie würdest du das sehen? Ich weiß auch nicht. Ja, das ist halt ein Ding von Leute, ihr müsst da mal unten in die Kommentare schreiben. Das müssen wir dann halt mal ins Regelwerk mit aufnehmen. Ob man jetzt sagt, ey, eine Entlassung, damit man quasi trotzdem noch Punkte zählen kann. Zum Beispiel irgendwie -3, dann hätte ich jetzt als Beispiel ich gewonnen. Ja. Oder man sagt, ey, Entlassung ist direkt Blitz-K.O. und wir nehmen direkt einfach nur alle Statistiken trotzdem halt mit, damit man einen Vergleich hätte. Und das automatisch Gewinner, der dann halt nicht entlassen wurde. Genau, das wäre halt so, ne, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, ne, was Chris auch gerade erwähnt hatte mit den Snipes, dass man einfach mehr Kategorien vielleicht noch mit reinnimmt, die Punkte bedeuten würden. Ich würde nicht sagen, dass man sagt, Phase wäre ein Sieg, sondern halt wirklich, wenn ich jetzt einen Spieler gesniped habe, dann wäre das ein Punkt einfach, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder so, genau. Ja, genau, klar. Und das heißt quasi so, ne, du hättest jetzt vielleicht 3 Spieler gesniped, das wären 3 Punkte, ich habe 5 jetzt in dem Fall, das sind 5. So, das heißt, da hätte man vielleicht auch nochmal Zusatz, eine kleine Belohnung dafür. Wobei man aber auch sagen muss, bei den Snipes am Ende des Tages, der Gegner hat schon einen miesen Nachteil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man Spieler verliert. So, ja. Und gerade bei Chris 5 in einem Video ist ja auch eine ganz, ganz dicke Angelegenheit. So, deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern man da den Gegner noch doller bestrafen sollte, weil es ist ja überhaupt eine Leistung, dass wir so unentschiedenmäßig jetzt hier am Start sind, kann man ja mehr oder weniger sagen, und du aber 5 Spieler im Laufe von 2 Jahren verloren hast. Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, sogar Snipe-Rekord, oder? Ja, müsste. Also ich glaube so um den Dreh, wobei wir hatten aber auch schon mehrere Saisons, aber so ungefähr um den Dreh, 4-5 Snipes ist, glaube ich, das absolute Maximum bisher. Ja, also ich müsste, also ich könnte mich jetzt noch nie an über 4 Snipes erinnern, schon gar nicht in nur 2 Saisons und davon ja auch nur eine Wintertransferphase. Heißt, es waren 3 Transferphasen gesamt.
Und insgesamt nur 7 Spieler, die man maximal hätte snipen können. Und davon 5. Also im Verhältnis ist das mit Sicherheit absoluter Rekord. Aber naja, so ist es halt. Im Endeffekt hat sich meine Mannschaft dann doch noch ganz gut geschlagen. Aber für mich ist es kein Sieg. Im Endeffekt nimmt man das jetzt einfach mal so mit. Wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. Gerne, was das Regelwerk betrifft. Und Dennis gerade ja auch schon erklärt hat, Blitz-K.O., Minuspunkte. Lasst es uns gerne wissen. Auch Punkte für Snipes, ja oder nein. Gerne mal unten in die Kommentare damit. Und ansonsten lasst natürlich Liebe da. Denn wir wollen sowas wöchentlich weiterbringen. Und es läuft ja richtig gut. Und bisher sind wir auch auf jeden Fall gut dahinter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Kommentare und abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu krumm, wenn ich vielleicht nicht ganz so euphorisch jetzt war, aber die 5 Snipes, die haben schon mies abgefuckt auf jeden Fall, aber auch das gehört dazu. Und im Endeffekt würde ich sagen, das Schlusswort gehört Dennis auf jeden Fall. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr interessantes Duell. Ich würde mal jetzt einfach so festhalten, regelmäßig, dass wir wirklich sagen, ey, eine Entlassung heißt minus 3 Punkte in der Wertung, weil Blitz-K.O. finde ich auch ein bisschen kacke. Weil letztendlich, ne, man wird ja auch teilweise ein bisschen zu Unrecht entlassen, ne, also gut, vielleicht bist du gerade eher mit Recht geflogen, aber ne, ihr wisst, was ich meine, Karrieremodus ist da halt sehr, sehr eigen, deswegen würde ich vielleicht sagen für den nächsten Showdown, für die nächsten Showdowns, dass wir da sagen, ey, eine Entlastung sind minus 3 Punkte, weil, ne, dann kann man halt noch locker mitzählen und vielleicht gewinnt man dann ja trotzdem, also, ne, ist ja auch nicht so, als würde das heißen, dass man automatisch verliert. Blitz-K.O. finde ich ein bisschen hart, genauso wie auch bei den Snipes das Ganze, aber Leute, wie gesagt, schreibt das alles unten in die Kommentare, lasst eure Kreativität freien Lauf, wenn ihr dann auch irgendwelche Ideen habt für das Regelwerk und so weiter, Verbesserungen und ja, ansonsten Leute, lasst viel Liebe da, wenn ihr von meinem Kanal gekommen seid und ansonsten checkt noch gerne mein Video aus, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet, hier fertig seid und yes, das sollte es an der Stelle gewesen sein. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag, bis dahin und tschüss!